Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem frischen Let's Play zu Outriders. In der letzten Folge haben wir gegen diesen Boss gekämpft. Ein unglaublich geiler Kampf. Und zwar sind wir in der Waldenklave angekommen. Das ist eine neue Map. Dann wurde unser Truck zerstört. Dann wurden wir von so einem riesen Monster angegriffen. Ich glaube, das war der Krisel, bla bla bla, Mutant. Den haben wir besiegt. Und ich glaube, da hatte ich auch die Folge beendet. Aber ich muss da meine Gedanken sortieren. Wir schauen einfach mal. Ich würde mal sagen, wir fangen die Folge an und viel Spaß. Also, Waldenklave angekommen, der Truck wurde zerstört, da kam dieses Riesenmonster. Haben wir besiegt, ein sehr, sehr geiler Kampf, muss ich sagen. Also nach der Lavaspinne, der erste richtige Bossfight, der mir wieder richtig gefallen hat. Ansonsten ist das ja immer so meistens Captains oder so, interessiert ja keinen Schwein. Aber der Kampf war wirklich richtig gut. Und, okay, warte mal, wir sind jetzt hier im Lager. Ich weiß. Wir sind nach dem Kampf zum Truck zurückgekehrt und dann wurden unsere Leute und meine Crew wurde mitgenommen von so irgendwelchen Bewohnern, die hier in dem Wald wohnen. Und die müssen doch jetzt suchen, oder nicht? Irgendwie sowas war das. Oder wir sind mitgegangen, keine Ahnung. Naja, da seht ihr mal, dass ich echt Ahnung habe und aufpasse. Ich kann mal gucken, also mein Charakter hier. Okay, die brauchen wir erstmal nicht. Markieren, markieren, zerlegen. So, die Mission heißt Asyl, betritt das Hauptlager der Enklave und Erbe der Outlaws. Das ist eine Nebenmission, findet ja auch hier statt und ich sehe gerade beide Nebenmissionen sogar in dem nächsten Gebiet. Wir sind hier unten. Okay. Auszeichnung, was ist denn unter Auszeichnung? Nicht abgeholte Belohnung. Hier der Chrysalis-Mutant, genau so hieß der. Wir haben den besiegt. Geil. Nehmen wir natürlich mit, die Belohnung. Ansonsten, ja, so sieht mein Charakter aus. Ich muss immer irgendwie am Anfang jeder Folge so ein bisschen meine Gedanken sortieren. Warum habe ich hier eine. Legendäre Waffe? Ich weiß warum. Das Thema wollte ich auch noch mal kurz ansprechen. Es gab so zahlreiche Updates oder irgendwelche Patches wurden angekündigt, dass mein Trickster genervt werden muss oder hier und da meine Behebung. Ich habe jetzt auch ein paar Updates draufgeladen, aber ich habe da irgendwie gar keinen Überblick. Ich finde auch nichts im Internet. Zum Beispiel würde ich jetzt gerne wissen, ob mein Trickster bereits genervt wurde, was ich ja sowieso nicht verstehe. Ich meine, es ist schon schwer genug. Und naja, ist ein anderes Thema. Da sollen sich ruhig an den Leuten orientieren, die dann 24 Stunden am Tag zocken. Ich gehöre nicht dazu und werde wahrscheinlich die übelste Arschkarte haben. Aber wurde das jetzt aufgespielt? Also ist mein Trickster schon genervt worden? Meine, mir die türkischen Kugeln sollte es doch betreffen. Und bei dem Technomanten diese Giftkugeln. Und ich weiß nicht, ob die jetzt hier betroffen sind. Naja. Achso, und wir haben eine neue Fähigkeit. Boah, ist gerade echt viel. Erzeuge eine Schockwelle, die Gegner in die Luft wirbelt, sie 3,5 Sekunden lang kampfunfähig macht und eine Schwächeeffekt verursacht. Das probieren wir mal. Und als Entschädigung habe ich diese Waffe bekommen. Jeder sollte ja dann eine legendäre Waffe bekommen. Und das ist meine Waffe, Sturmgewehr. Auf Level 28. Probieren wir. Probieren wir, Leute. Naja, okay. Haben wir hier noch was zu entdecken? Irgendwas, Tagebuch, Notizen, NPCs gibt es jetzt hier nicht, die mir irgendwelche Aufgaben geben. Nee. Eine Spielersuche möchte ich nicht machen. Okay, gehen wir weiter. Das hält dem Gewicht nicht stand. Was ist denn hier? Achso, nee. Das ist noch das Gebiet hier. Wie sieht denn überhaupt die neue Map aus? Okay, so eine Map ist das. Höhle des Chrysalis-Mutanten. Hier habe ich den Mutanten besiegt.
Wahrscheinlich. Naja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Tagebuchnotiz. Ja, hier ist die Hauptmission. Wer wettet gegen einen Typen, der nie verliert? Hä? Da kannst du Also dein ich Geld gleich möchte nicht anziehen. wetten, Dankeschön. Vielleicht sind da Costa oder Mercer hier. Sollte mich umhören, wenn ich das Rätsel um den Alter, Augenblick das ist ein großes Lager. Ein bisschen umschauen hier. Ich bin umschaugeil. Ich muss immer alles sammeln. Aber wenn ich schon sehe, dass ich echt viele Sachen verpasst habe, das sieht man ja mal auf der Karte. Ich habe echt viele Tagebuchnotizen und sowas verpasst. Voll die Sekte. Alles klar. Ich lasse euch mal in Ruhe. Ach da. Okay, da haben wir schon mal Tagebuchnotizen. Was auch immer du suchst, ich habe es. Ein Und Tagebuch. wenn nicht, Ach, hier die weiß ich, wer es finden Nebenmission. kann. Und wenn das nicht klappt, Suche im sagst du, Wald nach Sergio dann oder brauchst du es auch. Mercer Acosta. Diesen Namen immer. Was darf es Erzähl. sein? Zeig mir deine Waren. Okay. Erstmal will ich seine Waren sehen. Aber wollen wir uns eine neue Pistole gönnen? Boah, die Droprate für Pistolen ist aber echt gering. Also ich kriege irgendwie nie Pistolen, wenn ich neue Waffen bekomme. Wie viel kostet mich das denn? 16.000? Ne, danke. Zu geizig. Ne, okay. Ciao. Hey du, Neuling, hier rüber. Ja. Jeder braucht doch mal. Was darf's denn sein? Kein Fan von Kalendern. Der Kalender mit dem Messer drin. Was ist damit? Nimm wieder Schmerzen, Verdammtes Leute. Pech ist Sonderbuch. das. Ich bin am Arsch, hab Schulden bei diesem Wichser. Sind die bald nicht bezahlt, spielt er Spielchen mit mir. Was für Spielchen? Gewinne ich, ist die Schuld bezahlt. Verliere ich. Bang. Aber niemand gewinnt sein Spiel. Ach Scheiße, was soll ich tun? Ich bin eh tot. Nicht, wenn ich dir helfe, Hey, Kollege. könntest du mal mit ihm reden? Ich vertrete dich bei dem Spiel. Du hast was an dir, das mich an jemanden erinnert. Jemand, den ich lieber vergessen würde. Echt? Was darf's denn sein? Und die nächste Mission. Schöner Mantel. Du bist ein Ach, Outrider. deswegen kein Fan von Kalendern, da war so ein Dachte, die Messer wären alle drin. tot. Jetzt habe ich es verstanden. Noch nicht. Wem hast du den geklaut? Das alte Ding. Von meiner Mutter geerbt. Ihr Alter war ein Outrider. Oh, Scheiße. Wer war er? Sein Name war Jack Tanner. Kanntest du ihn? Ach, der! Tanner war ein guter Mann. Er war mein Captain. Er starb, als er verhindern wollte, dass alle auf dieser Scheißwelt landen. Okay. Es ist mir eine Ehre. Na, er würde sich sicher im Grab rumdrehen, wenn er mich jetzt sehen könnte. Was glaube ich? Willst du jetzt was kaufen oder was? Dein Vater, Sergio Acosta, was ist ihm passiert? Du kennst ihn? Nur flüchtig. Tja, war erst schlau genug, den Dschungel zu überleben. Und dann so dumm es nochmal zu versuchen. Und das war allein meine Schuld. Was war? Also,
Meine Eltern waren echt besitzergreifend. Ich verbrachte mein ganzes Leben. Boah, der ist aber auch echt weg. Wir bringen das größte Opfer für den Schutz der Menschheit. Komplett weg, sagten sie. Aber weißt du was? Sie sagten mir nie, was wir da eigentlich beschützten. Irgendwann hat's mir gereicht. Bin abgehauen. Aber mein Dad ließ nicht locker. Er folgte mir, wollte mich finden. Mich retten. Vergebliche Mühe. Klingt ganz nach einem Outrider. Vor einiger Zeit stieß ein Speer im Dschungel. Okay, der erzählt jetzt gerade seine ganze Lebensgeschichte. Aber ich konnte einfach nicht selbst dorthin gehen. Kannst du das für mich erledigen? Ja, mach ich. Aber wenn du über sie stolperst, könntest du mir dann etwas mitbringen? Ein Bild meiner Mutter, das er an einer Kette trug. Ich werde nach ihm suchen. Hey, ja, Outrider. Nur, dass du es weißt. Jetzt weiß ich, was. Ah, richtiger Ehrenmann. Und er hat vermutlich auch den Schlüssel zum Bunker. Ungelogen, ich habe gerade, während die, sag ich jetzt mal, dieses Gespräch stattgefunden hat, ne, habe ich hier hinter seinem Rücken so blaue Sachen nach oben schweben sehen. Und dachte mir schon so, hey, kann man da in der Nähe was einsammeln? Hat recht gehabt. Hier. Auch geil. Notizen. Interessant. Notizen. Ich hab dir schon letztes Mal gesagt, ich setz immer... Okay, wo ist denn hier die Nebenmission? Okay, Leute, wieder ein kurzer Check, weil es immer so ein bisschen komisch ist. Also, Asyl ist die Hauptmission. Okay, muss ja immer noch hier irgendwo sein. Erkunde den Wald und finde den alten Outrider-Truck. Truck? Ach du Scheiße, was ist mir denn los? Okay, gezinkt. Ist auch hier. Hä? Was heißt denn, das muss man gezinkt machen? Nimm bei dem Spiel Mercers Platz ein. Was? Machen wir mal, was für ein Spiel? Ich möchte spielen. Gerne. Ist das so ein Minispiel? So zum Abschalten wäre es eigentlich geil. Ich mag das, wenn so Spiele so Minispiele haben. Warum kommt Mercer nicht selbst? Hat er kalte Füße gekriegt? Wenn ich verliere, zahlt er das Doppelte. Du denkst, du hast das Glück gepachtet. Ach. Na, von mir aus. Lost Brain AFK, okay. Das ist ja das, was der Typ gerade erzählt hat. Oh Mann. Vergiss es einfach, vergiss es. Was ist das denn für ein Bug? Huh. Elende Sauerei. Du bist verändert. Jetzt du. Eine Kugel, oder? Kein Problem. Ich? Zieh den Abzug. Sonst tue ich's. Damit hätten sich Mercers Schulden wohl erledigt. Der wird sich freuen. Ich habe ich gerade die kürzeste und einfachste und komischste Nebenmission abgeschlossen? Was ging da denn jetzt rein? Schuld getilgt. Scheiße, du hast mir das Leben gerettet.
Hier als kleines Dankeschön. Die mache ich selbst. Nicht schlecht. Dein Großvater wäre stolz darauf. Ja, blaue Sachen brauche ich ja nicht mehr. Da nehme ich einfach immer irgendwas. Komm wieder, wenn du Durst hast. Was ist das mit? Das war irgendwie geil. Ne, war so cool so. Ja, jetzt du, sonst drücke ich ab. Ich verändert. Mir passiert nichts. Aber ich muss doch kaum was machen. So, das Erbe des Outriders ist dort. Wir machen aber erstmal mit der Hauptgeschichte weiter. Also, je nachdem, was ich zuerst erledigen kann. So. Dann würde ich mal sagen. Tschüssen. Wir gehen jetzt mal raus hier. Und ich teste jetzt auch mal mein neues Sturmgewehr. Aber ich möchte jetzt wissen, wurde meine Klasse jetzt genervt schon? Ist das Update schon dafür draußen? Wenn ja, wie stark? Worauf muss ich mich jetzt einlassen? Kassiere ich jetzt noch mehr als sowieso schon immer? Na, werden wir ja sehen. Okay. Neue Map, neues Glück. Gespielt habe. Als wäre es gestern gewesen. Einige weiß ich auch noch auswendig. Nicht singen, bitte nicht singen. Jakob, ja, ich meine das ernst. Jakob, over and out. Das Spiel ist schon an manchen Stellen echt lustig. Ein bisschen cringe, aber... Was ist denn? Okay, direkt ein Bossgegner. Oh Leute, was ist das denn jetzt? Achso, ich wollte mal testen. Okay. Alter. Was ist weg? Jetzt das Sturmgewehr ist geil, oder? Okay, Blitze. Ich weiß ja nicht. Okay. Boah, ey. Ich muss wieder reinkommen. Ja, weiß ich, die neue Attacke, war die jetzt geil? War die jetzt geil oder nicht? Weiß ich nicht. Wir testen sie mal weiter. Du glaubst gar nicht, wie viel ich von Dr. Scurlock schon gelernt habe. Lass dich nicht ablenken. Deswegen sind wir nicht hier. Aber wir sind unter anderem auch hier, um alle aus den Schützengräben zu retten. Könnten wir nicht einfach das Biedengift zu Shira bringen? Das würde alle, die das... Oh, was wieder ist? Hier ist jeder ein Deserteur, schon vergessen? Oh, stimmt, das hatte ich nicht bedacht. So, und hier hatten wir ja auch nichts. Okay, weiter geht's. Okay, Schnellreisepunkt. Das ist auch super. Ah, die neue Fähigkeit hat mich jetzt irgendwie nicht so an. Also, ne? Hat mich jetzt nicht so berührt, emotional. Fand ich jetzt nicht so stark. Also, ich teste sie jetzt erstmal weiter. Keine Frage. So, dann muss ich nur gucken. Asyl geht wo weiter? Weil Erbe der Ort war, das ist ja nämlich hier, das mache ich jetzt auch erst. Der Ellenbogen rutscht ständig weg. Okay, eine weitere Nebenmission. Oh, ich glaube, ich muss ihn rächen. Oder sie. Sieht nämlich tot aus. Muss riesig sein. Das Teufelsvieh plagt uns schon eine ganze Weile. Tötet jeden, der sich zu weit rauswagt. Hat unser Blut geleckt. Wollt ihr echt so nah bei seinem Revier bleiben? Ich studiere seine Bewegungen, damit wir einen Bogen um das Biest machen können. Irgendwer muss was unternehmen. Ich.
Ich bin übrigens Juno. Du weißt dich offenbar zu wehren. Wenn du das Biest töten könntest, bevor noch jemand stirbt, würden wir für eine Belohnung sammeln. Okay. Annehmen. Das klingt gut. Bin dabei. Die Leute haben genug Sorgen. Noch ein Monster, das sie jagt, brauchen sie wirklich nicht. Immer diese Missionskarte öffnen. Irgendwie nervt mich das. So. Okay, das ist da. Okay, das ist da, das ist da. Habe ich sogar Bock drauf. Machen wir jetzt. Hey, du bist Juno, oder? Du bist schon eine Weile hier im Wald, richtig? Ja, ich war dabei, als die Siedlung aus dem Nichts entstanden ist, aber das kann man wohl über jeden Ort auf Enoch sagen. Du scheinst dich mit den Monstern hier ja ganz gut auszukennen. Noch ein Problem, um das ich mich kümmere. Muss auch Essen und so, Wasser auftreiben. Das und machen wir jetzt. Dass die Leute ihre scheiß Klamotten hin und wieder waschen. Irgendwann sind dann auch Menschen... Finde die Kreatur. Oh, ich hoffe, das ist wieder nicht so ein Flugmonster, ey. Die sind aber so echt knackig, muss ich sagen. Wobei, das ganze Spiel ist knackig. Also, ne, auch so normale Gegner können mich hier sofort umbringen. Ah, ne, okay. Oder? 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 Ihr seid ja wild drauf. Okay, aber die sind dann echt kampfunfähig. Also eigentlich schon geil, aber ich finde die... Also wisst ihr, was ich meine? Irgendwie finde ich die nicht so geil, aber irgendwie auch doch. Weil die halt kampfunfähig werden. Aber ich weiß ja nicht. Ah, voll daneben. Ich sterbe gleich. Boah, diese Giftgeschichten, ne? Leute. Ich kenne die Reichweite gar nicht so gut. Darauf muss man wirklich achten. Alter, nur noch Blitze. Okay, das geht. Ausschau halten nach Thron. Was ist denn sowas hier? Ah, da kann man was machen. Abbauen. Ach so, links, okay. Das ist ja was Normales. Oder? 579 Eisen. Kommt her, kommt her. Schnell, bevor die Gegner kommen. Schnell abbauen. Schnell abbauen, schnell abbauen, schnell abbauen. Okay, und eine kleine Zeit und anheben. Was ist der? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Zug? Okay, hier wechsle ich jetzt meine Waffe. Ja, und einmal den hier und ciao. Okay, blaue Waffen. War das jetzt sozusagen das Monster? Ne, spüre Tyrannus auf. Ach du Scheiße. Das richtige Monster hatten wir noch nicht. Okay, da müssen wir lang. Okay, das richtige Monster hatten wir noch nicht. Das ist natürlich was anderes. Oh, ich bin erschreckt. Alter. Alter. Okay, ich krieg wieder Hardcore-Schaden.
Komm, komm, komm. Wenigstens einer wird sterben. Panik, ich mach wieder zu viel Panik. Und die machen wieder zu viel. Also ich mach wieder zu viel Panik und die machen wieder zu viel Schaden. Und das zusammen ist einfach nur ekelhaft. Und ich werde auch meine Fähigkeit ändern, glaube ich. Aber das fand ich jetzt nicht so gut. Okay, down. Okay. Auch down. Mit der kann ich fliegen. Und komm, du bist auch down. Okay, Leute, ich muss passen bei dieser Fähigkeit. Ich raff die schon, aber touch mich nicht. Ehrlich gesagt. So. Tyrannis, Tyrannos, wo bist du? Oh Gott. Hä? Da ist wieder so ein starker Dude. War gut ausgewichen. Warum trifft er mich damit? Das darf eigentlich nicht passieren. Beruhig dich bitte. Können wir mal vernünftig miteinander sprechen? Ciao. Und du, Kollege? Neben dir bin ich. Wohin spuckst du denn? Du Vogel. Komm. Und ciao. Das war immer noch nicht Tyrannus. Ich habe Angst, die ganze Mission von neu machen zu müssen. Okay. Aber wie weit geht's denn hier? Hier gibt es irgendwie nichts zum Looten. Diese Wände, hiermit kann ich auch nichts anfangen. Okay, hier habe ich schon mal was. Tyrannosaurus und Dino dann, oder nicht? Tyrannosaurus Rex. Okay, mein Respekt steigt gerade. Echt ein bisschen Angst. Okay, der Weg dauert noch ein bisschen. Es geht noch eine ganze Weile. Oder? Cool, was für ein Dinosaurier. Okay. First try. Okay, er macht wieder. Ja, alles klar. Was ist das wieder für ein Schaden? Okay, erstmal den. Ich verstehe das nicht mit dem Schaden. Kann man so ein Damage machen. Das Spiel ist hardcore schwer. Ehrlich. Das Spiel ist einfach hardcore schwer. Ja, die Katze brauche ich nicht. Ich finde das ein bisschen krass, ey. Alter, ich habe oft genug gesagt, aber was soll denn das? Und ciao. Nicht mit mir. Was kommt denn da jetzt? Ja, aktivier das. Nein, falsche Waffe. Oh, das war komplett ein Fehlschlag. Weg da!
Okay, wo ist mein Leben? Kommst du? Komm. Genau, gib mir Leben. Hinter dir. Hinter dir. Ja, sieht schon besser aus. Komm. Weg, 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 weg. Okay. Geliehene Zeit. Okay, die Minions müssen weg. Beruhigt euch mal bitte. Was passiert denn hier wieder, Leute? Komm, 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 komm. Ja, Mann. Okay. Es ist noch nicht vorbei. Alter. Ich habe oft schon in den Let's Plays gesagt, ziemlich oft, dass ich die Monster einfacher finde als die Menschen. Also wenn Monster als Gegner kommen, ist das immer richtig einfach. Bei Menschen ist das richtig schwer. Ich nehme alles zurück. Alle sind Hardcore. Alle. Aber nein, wir müssen die Klassen nerven. Der Trickster ist zu stark. Ja klar. Wenn da auch jemand 24 Stunden zockt am Tag und da sich die übelsten Builds bastelt und da rumexperimentieren kann ohne Ende, klar wird der eine geile Kombination finden und übelst Hardcore-Damage machen. Aber der Normalo, sag ich jetzt mal, macht das nicht, der kommt nicht so weit. Also hört auf damit. So, jetzt habe ich die Arschkarte. Ich weiß noch nicht mal, ob das aktiv ist. Ich hoffe, es ist schon aktiv, weil jetzt habe ich ja schon Schwierigkeiten. Naja. Den hätten wir besiegt. Hier, wo bist du denn? Hier oder nicht? Nee, hier. Hier gebe ich die Mission ab. Kann ich mich nicht hinporten. Dann muss ich halt hier hin. Jäger und Gejagter. Ne, ich muss gar nicht zum Lager. Das ist auch wieder... Ach, die ist hier? Die ist doch hier in dieser Sackgasse. Ich krieg bei dieser Karte Kopfschmerzen. Wie hast du das geschafft? Hab's gejagt. Hab's erlegt. Ja, so richtig mittelaltermäßig. Du... Was? Yeah. Mittelalter... das war eine Zeit auf der Erde, als es noch so Sachen wie Ritter und Drachen. Schon gut. Faye. Viel ist es leider nicht, aber das ist für dich. Das kommt aus diesem Portemonnaie eine Sniper raus oder so. Hier hast du eine kleine Tasche. Übrigens, da ist eine automatische Schrotflinte drin, Stiefel und ein Unterkörper. wir nehmen natürlich die automatische Schrotflinte. Komm jederzeit vorbei, Outrider. Mit dir führen wir uns. Okay, die nächste Mission, das Erbe der Outriders, das wollte ich machen. Das Erbe der Outriders. Wie hast du das überlebt? Dein ganzes Leben in einem Erdloch zu verbringen. Das war kein Leben. Ich bin in einem Käfig aufgewachsen. Das war kein Leben. Ich bin im Leben aufgewachsen. Ich sag dir, das war der Wahnsinn. Danach habe ich nur auf eine Chance zur Flucht gewartet. Hey, deine Eltern haben dich... Der war, glaube ich, zum Namen Headset mit seinem Mund und seiner Nase. Dann überlebe ich nicht so lange. Dafür hier oben, in der frischen Luft. Boah. Oh. Ich sehe Wasser.
Okay, sind wieder Tierchen. Da ist wieder so ein Viech. Okay. Nicht mit mir. Lass mal den hier mitnehmen. Okay. Okay. Ich kann das Sturmgewehr schon mal. Richtig geil. Ciao. Okay, da kommen neue Dudes. Boah, dieser Ausweichteleport ersetzt ja meine Ausweichrolle. Und ich muss sagen, ist schon cool. Ich mach mal hier meine geliehene Zeit. Oh, hier kommen jetzt einige. Ja, bis jetzt geht das noch. Ja, das geht noch. Ciao. Das ist geil. Da ist ein Perk drin, dass immer so zwischendurch so ein paar Blitze kommen. Das ist geil gemacht. Das macht Spaß. Nee, hier hat man meine Schrotflinte. Massiver Damage. Oh, neben mir. Okay, nehmen wir mal ein Sturmgewehr. Ah, diese Attacken, ne? Voll klar, also wenn ich das so unter Kontrolle hat, dann geht das voll klar, aber dann ist man manchmal so übelst eingeengt, dann kriegt man übelst heftigen Damage, dann kann man nichts mehr machen. Aber ich sage dir, wenn man alles unter Kontrolle hat, dann kommen die auch gar nicht dazu, einfach was Schaden zu machen. So wie jetzt habe ich gerade fast die Kontrolle wieder verloren und dann wird es wieder gefährlich werden. Aber ansonsten geht es voll klar. Und die haben ja auch immer die gleichen Angriffsmuster, die kann man ja auch studieren. Und dann weiß man ja genau, was auf einen zukommt. Bei dem weiß ich zum Beispiel, die laufen einfach nicht verrückt auf einen zu. Und dann machen diese Giftwolke da. Und da sind diese Kugeln, kann man leicht ausweichen. So. Ich wollte gerade so sagen, ich muss ein ausruhen. Ah, da war diese Giftwolke. Okay, jetzt verliere ich so langsam die Kontrolle. Wie ihr merkt, habe ich gerade keine Kontrolle. Aber ich schaffe es.
Ja, ich hab's auch geschafft. Wieder was Speedrunners, geil. Das geht auf jeden Fall klar. Warum finde ich keinen Loot mehr? Was denn hier? Aber diese Map ist aber weitläufiger. Okay. Voll daneben geschossen. Oh. Das ist ja so einer. Zum Alpha-Ziel da wieder. Leute, ich bin hart konzentriert. Sorry, falls ich ein bisschen Unsinn labe. Aber wer Outriders kennt, der wird nicht verstehen, warum ich so hart konzentriert bin. Der wird das gerade richtig sehen, was ich hier mache. Der weiß nämlich, was für eine Angst ich gerade habe. Krass, warum ist das hier so weitläufig? Da. Okay. Ich muss die Leiche finden. Hier kommt wahrscheinlich jetzt ein Boss. Die Expedition der Outriders oder was davon übrig ist. Bitte nicht. Alles, aber bitte nicht diese Viecher. Genau deswegen. Weil die so einen kranken Damage machen. Bitte nicht. Beschütze mich vor diesen Viechern. Oh, noch mehr dieser Viecher. Ich soll seine Leiche finden. Aber muss ich diese nicht töten, dann muss ich natürlich. Nein, nein, nein. Nicht sterben. Nicht sterben. Okay. Mein Gott. Leute. Okay. Wieso übertreiben die immer? Wir müssen immer übertreiben. Das war jetzt aber mal krass schlecht. Cool. Ich nehme jetzt wieder meine Schrotflinte. Komm, 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 komm. Ich bin noch nicht down. Und dann mache ich schon den Ausweichschritt. Komm, 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 komm. Hey, lass mich das doch zu Ende bringen, Leute. Okay. Okay, einmal probier's noch. Einmal probier's noch. Okay. Okay, soll ich danke für die Kontrolle? Komm, komm, bevor die anderen kommen.
komm. Okay, okay. Okay. Ne, Leute, okay. Das müssen wir auf die nächste Folge verschieben. Das ist wieder Hardcore. Ich bin wieder kurz davor. Ich reg mich aber jetzt nicht auf. Ehrlich, ich reg mich jetzt wirklich nicht auf. Das ist jetzt auch kein, so von wegen, nee, es geht, das Spiel geht gar nicht mehr. Ich merke es, es ist zu schwer und ich überlege für die nächste Folge die Weltstufe runterzuschrauben. Kein Stress, alles gut. Ich mache mir da wirklich keinen Stress. Ich werde es in der nächsten Folge mit Weltstufe 9 weiterhin probieren. Aber es ist Hardcore, Leute. Es ist Hardcore. Aber es hat Bock gemacht. Also mir hat die Folge wieder richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf die Map, was die Map noch zu bieten hat. Die ist ja ziemlich groß. Und es scheint auch eine reine Monster-Map zu sein, glaube ich. Weiß ich nicht. Naja, mal schauen, was die nächste Folge so mit sich bringt. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu unterstützen. Und aktiviert die Glocke, damit ihr definitiv die nächste Folge nicht verpasst. Wir machen genau an der Stelle weiter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao. You